Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit der Familie Rossi. Unsere liebe Dina Rossi, die ja wahrscheinlich am nächsten Tag sterben wird, vermute ich mal mit 72. Dann haben wir noch den Robert und unseren Jungspund, den Alfred, der hier gerade mal wieder ein Date an Land gezogen hat, nämlich die Tamara Kreuz. Ich glaube, wir müssten eigentlich jetzt bei 10 dann angelangt sein. Ja, das sind wir. Da war nämlich das eingeloggt. Juhu, mit 10 haben wir schon von 20. Nee, Quatsch, von 50. Oh mein Gott. Okay, was machen wir denn mit unserer lieben Tamara? Will ich was mit dir groß machen? Die ist frech. Die ist ja frech. Aber irgendwie süß. So, ich check sie mal ab, wie sie mir denn eigentlich gefällt. Ich weiß nämlich noch gar nicht. Sie sieht doch wirklich noch irgendwie süß kindlich aus. Muss ich gestehen. Was macht sie da? Du bist frech. Ich glaube, die würde zu dir passen. Ich glaube wirklich, die würde zu dir passen. Was könnte ich sie denn fragen? Was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Fähigkeiten? Gestikulieren, fäppeln. Komm, Nerven, Kopf muss geben. Nein, ich weiß es nicht. Was möchtest du denn eigentlich von mir nochmal? Mit mir tanzen. Okay, danach gehe ich mal rein. Nachdem wir das hier alles getan haben. Die reden über drei gute, sehr gute Freunde haben. Also Freunde fürs Leben. Was er im Grunde hat. Also er hat so einige, wo er sich immer wieder und ganz gut verstanden hat. Gut, bei einigen ist auch noch immer ein Verknallt-Zeichen dran. Hey, bei ihr funktioniert es echt ganz gut. Erstaunlich gut eigentlich. Jetzt habe ich zwei, okay. Zwei sind im Grunde ja auch immer ganz gut. Mechanik kann sie und Kreativität. Hey, cool. Kann ich dir noch eine Frage stellen? Gefällt dir, was du siehst? Oh. Gefällt dir, was du siehst? Nee, komm schon mal rein. Oh, Jabala. Mechanik scheint sie ganz gern zu haben, oder? Verstehe ich das richtig? Was? Kannst du die Treppe nicht hoch? So, und nun. Ich würde mit dir gerne tanzen wollen. Warum geht es nicht? Spielen. Ah, guckt mal. Sie macht das doch schon alleine. Oh. Zusammen tanzen. Sie hat auch einen echt coolen Tanzstil drauf. Was machst du denn da? Komm um die Ecke. Also ein Fünftel an Dates hast du schon geschafft, Alfred. Einen Freund finden. Na dann. Das können wir dir vielleicht auch noch ja, schenken, geben, wie auch immer. Wo ist eigentlich unser Robert? Oh. Komm, träumen. Ja, du kannst mal ein bisschen träumen. Die Dina ist noch müde. Ja, und der Alfred da unten mit der hübschen Blondine. Lalala, sie tanzen den Rock'n'Roll. So, ich glaube aber, das bringt uns gerade nicht so viel. Ich rede noch mal ein bisschen mit ihr. Was kann ich denn noch so mit ihr machen? Spielen? Kitzeln? Freund fürs Leben. Aber Freund fürs Leben, das ist ja eigentlich das hier, ne? Shit, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Flirten? Ich pfeife sie mal an. Freundschaftlich umarmen. Bei irgendwas hat dir gerade gut gefallen. Unbekannten Sinn treffen. Okay. Handy kaufen. Das kannst du bei mir jetzt auch nicht. Dann komm doch mal runter und du treffst sie mal. Plauder mal mit ihr. Das ist doch ein unbekannter Sinn, würde ich mal behaupten. Immerhin sind wir so nahe am Großartig-Bereich. Oh,
Irgendwas hat ihm gestunken gerade. Mit Tamara unterhalten. Jo, Alfred schätzen. Gut, das musst du mit mir machen. Witz erzählen. Ich erzähle dir nochmal einen Witz. Oh, Pfeifen. Ja. Dann hör mal auf. So. Du musst noch... Ach du Schande, du musst doch noch was machen. Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Hier, halt trainieren. Oh. Haben wir irgendwo... Oh mein Gott. Wo wolltest du hin? Haben wir irgendwo Kakerlaken? Er ist definitiv nach oben gegangen, um... Kakerlaken? Ich sehe keine. Ihh, wir haben Kakerlaken im Haus. Ich weiß aber nicht, wo. Hey, wir haben ein großartiges Date. Ist es nicht cool? Ist es nicht großartig? So, eigentlich haben wir noch 3 Minuten. Ich muss... Was ist? Hä? Ich muss ja nicht jedes Mädchen küssen und so. Könnte ich jetzt hier auch gar nicht. Feste Beziehung, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber ich kann... Oh, hab mich doch schon ein bisschen verliebt in die Scheibengleis. Der. Okay, egal. Ich weiß, hab das jetzt gar nicht mitbekommen. Interesse. So. Okay, dann gucke ich jetzt mal. Oh, Dina. Hallo, guten Abend. So, ich glaube irgendwo... Also erstmal baden und dann können wir mal den Kammerjäger vielleicht rufen, weil irgendwo scheinen Kakerlaken zu sein. Ich weiß aber nicht wirklich wo. Konntest du mal? Bitte. Auch dieses Bad finde ich ein hübsches Bad. Ja, das ist auch ein schön in Rot gehalten. Rot-rosa, so. Hübsches Bädchen. Wie weit sind wir mit dir? Oh, du brauchst noch ein bisschen Schitte. Bis 9 Uhr haben wir Zeit. Werden wir mal gucken, ne? Okay. Ich spule mal ein bisschen vor, weil gerade... Oh, Satinka! was wollte ich? Kammerjäger. Ja, bitte. Ja, kommt jemand vorbei. Warte mal, Dina. Geh mal hier runter und ausschimpfen für Möbel zerstören. Miau! Die steht auch noch mitten im Möbel. Katze, du sollst nicht. Ja, wo ist das? Wird man ausgeschimpft hier. So. Ein Kommando Männchen machen, das könnten wir dir noch lernen. Okay. So, einmal abhängen vorbei. Die Zeit läuft ab. Ich habe jetzt... ich schicke ihn schon mal ins Bett. Jetzt ist, glaube ich, gut. Sonntagmorgens. Oh, Männchen, ist gar nicht mehr so viel zu machen. Cool. Wir haben uns jetzt gar nicht geküsst oder irgendwas in diese Richtung. Müssen wir auch nicht. Scheint trotz allem hier ein großartiges Date zu sein. Ja, sie. Du sollst mich schätzen. Oh, sie geht nochmal hoch. Klar, okay. Also ich spule nochmal ein bisschen vor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sie ist mit an mein Bett gekommen. Wie süß. Du bist wirklich spitze, Baby. Wir sollten das unbedingt wiederholen. Tschüss. Und Satinka hat das Männchen machen gelernt. Und warum steht er jetzt auf? Schlaf. Geh wieder schlafen. Ist okay. So.
Hubert macht alles weiter. Ich lasse ihn noch weiter hier. Und unsere Dina. Guck mal, du kannst mal ein bisschen mit ihr spielen und sie vielleicht spazieren führen. Wär's. Warum eigentlich bin ich nicht Herr und Meister von ihr? Ich glaube, das hat sie auch gar nicht, ne? Nee. 2x8, die Gott, die Rosa war auch noch 100. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, wo kann man? Da kann man. Mein Ein und Alles ist das Rote. Tierfreund ist das Blaue. Und dieses Doppelt ist bester Freund. Zarte Bande ist dieses... Ah, und Herr und Meister seht ihr hier links. Ich kann nicht nach oben, weil sonst geht alles wieder weg. Herr und Meister ist hier links über den Tierfreunde. Mhm. Das hat dieser Dinker hier noch nicht. Was ist denn mit dir? Wolltet ihr nicht spazieren gehen? Komm, spazieren führen. So, schalt mal hier aus. Katzenwäsche. Oh, die müssen in einer Stunde zur Arbeit. Ach Gott, Robert, warum machst du denn nur Katzenwäsche im Bad? Weil ich müde bin. Geh doch mal duschen und dann benutzen und... Ja, okay, ich schick dich dann noch ins Bett. Das wird leider nichts werden hier. So, komm schon. Geh. Duschen. Und so. Ich guck nochmal Alfred. Ja, du bist ausgeschlafen. Dann kannst du mal aufstehen. Hausaufgaben hatte ich mit dir gemacht. Ja. So. Warte mal, ich muss mal... Nee, Quatsch. E-Mail schicken ist doof. Warte mal, chatten. Kann ich hier chatten, chatten, chatten? Hm. Ist noch keiner da, mit dem ich chatten könnte? Das ist ja doof. Echt jetzt? E-Mail schicken. An wem auch immer. Okay. An wen schicke ich denn jetzt eine Mail? An die Greta. Die ist irgendwann noch dran. Ich sag's euch. Die ist irgendwann noch dran. Wenn ich älter bin, dann ist sie dran. Oh mein Gott. Okay. So, ich bin gleich noch mal überlegen hier. So, habe ich das schon gemacht gerade? Das habe ich gerade gemacht. So, wen rufe ich an? Ich rufe mal die Vanessa an, weil ich gerne mit ihr mich befreunden möchte, sie einladen möchte und dann vielleicht bringt sie eine ihrer Töchter irgendwann mal mit. Das wäre zum Beispiel eine Option. Okay. Ja, er darf dann unausgeschlafen zur Arbeit gehen. Ich riskiere keinen Urlaubstag, nein. Und die Dina, die ist wieder da. Mal benutzen, einmal säubern und warte mal, wir könnten doch mal wieder was Hobbymäßiges mit dir tun. Hier übrigens, ne? Stromschlag und so. Deswegen war die mit Sicherheit Skelett, als ich die bei den Picassos gefunden hatte. Insekten aufspüren, weil sie Natur ja noch, vielleicht die Hobbybegeisterung noch nach oben bringt. Platin-Level kann ich dir leider nicht schicken, weil 50 erste Dates kriegt man nicht hin, wenn wir noch nicht mal 10 schaffen. Das ist ein bisschen ungünstig, würde ich mal behaupten. So, meine Lieben, ich habe hier jetzt gleich 9 Uhr. Die Dina, die wird noch ein bisschen Insekten draußen suchen. Mit dem Alfred müssen wir einfach mal überlegen, wie es mit ihm jetzt so hier weitergeht. Er wird jetzt nicht mehr aufs College gehen müssen quasi. Dann kann er hier noch ein bisschen weiter
daten. So, ich sage jetzt ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.